also auf dem Weg nach draußen jetzt nochmal diese wunderbare Architektur genießen. Mit Blick auf die Scala dei Giganti, die Treppe der Giganten mit den zwei imposanten Statuen von Mars und Neptun, Symbole für Venedigs Vormachtstellung im Krieg, sprich zu Lande und auf dem Meer. Hier oben unter dem Markuslöwen wurden die Dogen auch gekrönt und zeigten sich bei Veranstaltungen dem Volke. In diesem Teil hier trafen sich regelmäßig die Senatoren zur Beratung vor Zusammenkünften. Ja, und auf dem Weg nach draußen durchs Papiertor sehen wir jetzt hier noch versteckt den Theodor. Später erfahren, dass es sich hier um das Original handelt, was oben auf der Säule auf der Piazza steht, ist eine Kopie. Ja, der Theo hat wohl so ein bisschen Pech gehabt. Er war der Stadtpatron von Venedig, aber mit Gegenname des Evangelisten Markus bzw. seiner Gebeine trat er wohl in den Hintergrund. Das Ganze soll die Tötung eines Drachen darstellen. Tja, heiliger Theo, so sind sie, die Venezianer. Man sieht im Hintergrund noch die Treppe und es gibt auch einen direkten Zugang in den Donau. Wieder eine ganz andere Architektur, aber einfach beeindruckend und auch wunderschön. Hier war der Zugang für die Bürger und vermutlich der Name deshalb, weil hier alle Aushänge veröffentlicht wurden, die sie betrafen. Die Schlange zur Basilika war nicht so sehr lang, also machen wir das auch noch mit. Oh, halt, stopp, ich muss hier kurz abschweifen. Ich war im Glauben, dass diese merkwürdigen Tische, die wir da mitten auf dem Platz sahen, irgendwas mit den Händlern zu tun hatten. Aber wir sahen sie dann häufiger mitten in der Stadt und meine kluge Tochter hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die sicherlich für Hochwasser gedacht sind. Das stimmt, und der Markusplatz auf Wasserspiegelhöhe ist offenbar besonders gefährdet. Also Wettervorhersage prüfen und Gummistiefel mitnehmen. Ja, schon der erste Eindruck. Byzantinisch und tatsächlich ist es einer Kirche in Konstantinopel nachgebaut. Wie im Palast nebenan. Gold, Gold, Gold und Edelsteine. Ein unvergleichlicher Prunk. 5 Kuppeln und durch die vielen separaten Unterteilungen und Bögen machte es tatsächlich das Fotografieren sehr schwer. Für die Schatzkammer, für die Krypta, um auf den Balkon nach oben zu gehen und ins Museum, musste man jeweils extra bezahlen, aber so langsam waren unsere Speicher voll. Noch schlimmer der Magen leer, aber wir waren froh, dass wir wenigstens das hier unten alles sehen konnten. Und wie kann es anders sein? In diesem Dom gibt es noch andere kleine Kapellen und dort sind auch noch die Gebeine von anderen Märtyrern, Heiligen oder ähnlichem aufbewahrt. Wir sehen gleich den Sarkophag, wo der heilige Markus drin sein soll, beziehungsweise seine Gebeine. Die Leute streiten sich aber und sagen, das ist gar nicht so ganz klar. Die einen sagen, es könnte auch Alexander der Große gewesen sein.
Die anderen fragen, wer da angebetet wird, da doch vor nicht allzu langer Zeit der Papst die Relikte zurückgegeben hat an Alexandria, also dorthin, wo er gestohlen wurde. Auch hier in der Schatzkammer müssen wieder unwahrscheinlich wertvolle Stücke sein, die man nämlich aus der Kirche aus Konstantinopel mitgebracht hat. Und so langsam denke ich, dass dieser Ausdruck Venedig hat in seiner Blütezeit wahnsinnige Reichtümer erworben, dass das eine sehr elegante Umschreibung ist für Plünderung, Ausbeutung, Stehlen. Da überrascht es auch nicht, dass man erfährt, die zwei Säulen auf der Piazzetta, nämlich die mit Theo und Mark, wurden auch gestohlen aus dem, was heute Syrien ist. Genauso wie der Bronzelöwe, der obendrauf ist, dem angeblich in Venedig dann hier die Flügel aufgesetzt wurden. Es waren ursprünglich drei, aber eine ist beim Aufbau ins Wasser gefallen. Jetzt aber hier mitten in der Kirche unten das größte Heiligtum. Jetzt schaut mal über den Bogen auf die vier Pferde. Die Wissenschaft ist sich unsicher, woher sie stammen. Man nimmt aber an, dass sie Teil einer Quadriga unter Umständen auf einem Triumphbogen in Rom waren. Und man datiert sie so auf 50, 60 nach Christus. Keiner weiß, wie kamen sie nach Konstantinopel. Denn von dort kamen sie wieder nach Venedig. Zuletzt hat Napoleon sie von hier gestohlen, auf seinem Triumphbogen installiert. Sie wurden aber später wieder zurückgegeben. Die Originale, Bronze, vergoldet, stehen aber jetzt im Museum hier. Glaubt mir, was ihr hier gesehen habt, es ist leer. Und wir sind jetzt hungrig, müde, vollgestopft mit Kultur und haben heute Abend noch Großes vor. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich freue mich über Kommentare, Likes und ganz besonders Abos. Danke.